So, da bin ich wieder mit The Last of Us 2 oder sowas ähnliches, weil wir nur Abby spielen jetzt die andere Hälfte. Das träumt die bestimmt wieder, oder? Oder das war vorher noch? Bestimmt ein Traum. Tag 3, na freilich. Ach je. Aber du müsstest ja bald mal so weit sein. Ich fasse es nicht, dass wir mit Abby die ganzen 3 Tage auch noch durchspielen müssen. Also wenn ihr das mögt, schön, aber naja. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich habe Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist gemacht. Echt scheiße, ja, Abby. Ja, finde ich auch. Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann verschwinde. Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Tja, sie hat ja mit ihrem Freund rumgemacht, ne? Um es mal ganz milde auszudrücken. Er hat Mel mit ihr betrogen und sie hat fein mitgemacht. Das ist eine falsche Schlange, ist das einfach nur für mich. Abby? Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird ja noch. Die Nachricht da, herrlich. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Also um es mal hier zu beantworten, ich sag erstmal nur so viel, der erste Teil gefällt mir wesentlich besser. Wesentlich. Weil ich kann Eddie zum Tod nicht ausstehen. Eddie, sag ich schon, Abby. Auf den Tod nicht ausstehen und wir müssen die hier ganze 10 Stunden spielen. Das finde ich Lev. Einfach nur. Ja, ich sag nichts weiter dazu, sonst rege ich mich zu sehr auf. Lev, komm bitte zurück!
Dieses Gepfeife. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev? Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Bist du hier drin? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holz, Mädchen. Ich glaube, sie will, dass du nochmal wirst. Okay, einmal noch. Das ist süß. So ist Emmy auch. Jeder soll mal werfen. Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein. Versprochen. Bei Emmy ist es auch so, wenn mehrere da sind, dann bringt sie den Ball immer zu jedem Mal hin, damit jeder mal schmeißt. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Was sind das hier eigentlich für Narben bei ihr? Ich weiß, habe ich was verpasst, oder? Hey, ich habe eine Idee. Suche mir was Schönes für ihn. Komm. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten.
Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Runter oder was? Ich weiß es nicht. Hier muss es noch irgendwas geben. Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby. Kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar. Mein Aquarium? Mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komm nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lass sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Das ist bestimmt dann jetzt das, wo Ellie reinkommt. Die beiden standen doch dann auch so da. Das müsste dann, denke ich mal, das sein.
Weiter ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Nutzen Wolves diesen Ort? Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay. Oh, das wird doch nichts. Hier vielleicht? Drüber? Nee, macht sie nicht. Hier! Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Vorsichtig. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Er ist zu stur. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, klar. Aha. Muss ich auch noch extra was drücken. Lebenstraining? Nein. Wir fahren hier zum Yachthafen. Lass uns draußen rumgehen. Geh runter. Deinen Arm trocken. Schon zu spät. Stopp. Ich mach das.
Auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Yara. Na, greifst du bitte mal zu? Oder dauert es noch eine Stunde? Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Das Ellie ist? Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ist es nicht, dass wir da geschossen haben? Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los! Unten bleiben! Er hat mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Los! Sind wir aus dem Nichts aufgetaucht die letzten Tage? Haben uns hart zugesetzt. Ja, hier lang. Ich bin jetzt mal erschrocken, ey. Schritt vor! Abby! Das ist nichts! Jetzt. Ich rück vor! Schnell! Bist du okay? Cuidado!
Vergiss die Straße. Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los. Ja, sag mal, wird's heute noch was? Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Tja. Warum nur habe ich mit der kein Mitleid? Boom. Los, rein in die Garage. Das ist ganz schön warm. Hey, warte. Okay, also das schaffe ich so nicht, scheinbar. Tja. Zieh's doch einfach nur runter, Herrgott, nochmal. Der Karren fällt auseinander. Wir müssen weg. Los, los. Ach, der ist gut. Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Jetzt gerade im Moment. Da war was. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Ob er vielleicht mal das Viech nein. Das geht ja nur drumrum da hinten. Nicht schon wieder! Komm her.
Alter. Wir müssen zur Brücke, bevor er abhaut. Abwarten, ihn zu kriegen. Ach so, springen. Abby, hier drüben. Ja, also als wenn ich das nicht sehen würde. Oh, shit. Geh vor, ich geb dir auf. Hin. Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Ist da! Los, 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 los! Jetzt nicht nachlassen! Mist! Pass auf! Wir haben dich, Pendejo! Kommt mir irgendwie klar, dass ich den erwischt. Das hast du gut gemacht, Tommy. Schade, dass er sie nicht gekriegt hat, das Miststück. Ja.
Karte? Warum habe ich nicht an Tommy gedacht? Wer war das? Spielt keine Rolle. Holen wir Lev und dann gehen wir zurück. Komm, wir nehmen das Boot. Also Tommy und Ellie hätten definitiv zusammengehen sollen. Wo sind denn alle? Allein schon, um gemeinsam ihre Rache zu verüben. Guck, das Boot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mama ist. Wie weit ist das? Über die Insel. Scheiße. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfade. Die werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zur Jähre. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Ja. Das dauert ja eine Stunde, bis sie mal oben ist. Vorräte. Nur für den Fall. Vorräte, klar. So ihre blöde Münzsammlung, die sie da hat. So, warte. Kein direkter Widerstand. Interessant. Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Oh. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Verdammt, Eisen! Wir kürzen sich das Holzlager ab. Wie viele Leute leben hier? Über 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Sind alle.
möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad gesagt. Fireflies. Der typische Spruch aus Teil 1. Ich vermisse diese ganze Atmosphäre irgendwie. Es fehlt mir alles sehr in Teil 2. Also für mich ist es irgendwie... Wir müssen da hochklettern. Die Atmosphäre ist weg. Die schöne The Last of Us-Atmosphäre fehlt mir irgendwie. Zur Seite geht. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Gut, dann aber das im nächsten Part.